Groß, größer, Höllenmaschine. Deswegen muss es natürlich auch in einem standesgemäßen Gehäuse Platz finden. Dieses Jahr bei der Version Nummer 7 im Case Labs Magnum STH10. Ich stelle euch das Gehäuse nochmal in einem Video kurz vor. Wie ihr sehen könnt, ist das Magnum STH10 bereits in den Grundfesten errichtet worden und ich erkläre euch jetzt mal so ungefähr den Aufbau des Gehäuses. Wir haben hier die Front, hier fehlt noch die Frontklappe. Die werden einfach nur durch ein Clipsystem, wie ihr sehen könnt, draufgeklipst. Das zeige ich euch im Laufe des Videos dann auch nochmal. Wir haben hier die, wenn man praktisch zum Gehäuse steht, hier die linke Seite. Und wir haben hier praktisch massig Platz fürs Kabelmanagement, was wir dann später betreiben werden. Hier kommen übrigens auch die Festplatten und I/O-Panel-Käfige hin. Hier zum Beispiel der Käfig für die Festplatten, für die 3,5 Zoller. Das kommt dann hier dran und wird dann hier auch verkabelt. Und somit haben wir den Speicher komplett aus dem Blickfeld draußen und Platz für die wirklich wichtigen Komponenten. Generell ist das Gehäuse aufgeteilt in drei Bereiche. Wir haben hier den oberen Bereich, wo bei uns hier das Netzteil reinkommt und hier vorne die optischen Laufwerke respektive eben anderen Panels, die wir noch verbauen werden. Wir haben hier überall gummierte Öffnungen, damit wir schön Kabelmanagement betreiben können. Hier im mittleren Teil sitzt natürlich das Mainboard. Ich drehe es dann gleich nochmal rum. Und hier im unteren Teil haben wir auch nochmal genügend Platz. Und hier mache ich das einfach mal weg. Wie ihr sehen könnt, es wird einfach weggeklipst hier. Hier passen zwei 560 mm große Radiatoren rein. Und wisst ihr was? Genau das werden wir auch vollkommen ausreizen. Ein cooles Highlight bei dem Gehäuse ist auch das Mainboard Tray, das sich komplett herausnehmen lässt. Natürlich versteht sich alles hier komplett aus Aluminium und das Gehäuse kann Mainboards aufnehmen bis zum HPTX Standard und das ist natürlich sehr praktisch, wenn ihr irgendwas dran arbeiten müsst oder generell beim Aufbau, ihr baut das alles außen zusammen, also setzt euren RAM drauf, euren RAM-Kühler und so weiter, dann packt ihr das ganze Ding, nehmt es und schiebt es einfach wieder hier rein. Aber ich drehe jetzt nochmal das komplette Gehäuse. Damit ihr auch mal die andere Seite sehen könnt. Hier wird dann vermutlich, also was heißt vermutlich, hier wird dann der Ausgleichsbehälter für die Wasserkühlung reinkommen. Hier das Mainboard selbst und dann haben wir hier praktisch auch genug Platz für die Durchführung, für die Wasserkühlung. Und hier in die Front kommt auch nochmal ein Triple-Radiator rein mit einer Größe von 360 mm. Damit haben wir praktisch genug Wasserkühlungsraum, um alle Komponenten effizient kühlen zu können. Auch wenn das Gehäuse groß genug wäre, verzichten wir in diesem Jahr auf ein Zweitsystem in Form des Ökosystems, weil wir dieses Jahr wirklich nur massiv viel Leistung in ein einziges System stecken möchten. Von den Abmessungen her haben wir hier 286 x 819 x 675 mm. Wer sie gewinnt, müsste sich also erstmal ein bisschen Platz schaffen vermutlich. Wir haben hier ein Gesamtgewicht, wenn wir alle Teile nur vom Gehäuse komplett dranbringen, also die ganzen Seitenwände und anderen Ausstattungsmerkmale, kommen wir hier auf ein Gesamtgewicht von 15 Kilogramm. Wir haben uns das komplette Gehäuse zusammen mit Case Labs konfiguriert und diese Anfertigung mit allen Extras, zum Beispiel die Halterung für die Radiatoren und für die Festplatten, würde im Handel in Euro umgerechnet 1200 Euro kosten. Und nicht zu vergessen am Ende noch, wir haben natürlich auch für die interessante Seite ein großes Panel mit einem großen Seitenfenster gewählt, damit man natürlich alle leckeren Komponenten schön zu Gemüte führen kann. Tja, und wie jedes Jahr gibt es die Höllenmaschine zu gewinnen. Ein Glücklicher hat die Chance, nicht nur den PC an sich, sondern auch alle anderen Zubehörteile, die es dazu gibt, zu gewinnen. Wie das funktioniert, erklären wir euch in dem Video, das wir hier aktuell einblenden oder ihr guckt runter in die Videobeschreibung, dort haben wir es euch nochmal verlinkt. Ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung der Höllenmaschine 7, drücke euch die Daumen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.